Radio 1, das Berlinale Radio, und zwar bis zum Samstagabend hier vor Ort, auch in dieser Lounge. Am Sonntag haben wir dann nochmal unseren Panorama-Publikumspreis, auch nicht zu vergessen. Das ist eine Entscheidung, die fällt auch in den allerletzten Minuten. Da wird immer noch gezählt und gerechnet. Der Wettbewerb ist dann natürlich schon vorbei und wir wissen, wer die Gewinner und Gewinnerinnen sind. Morgen nochmal 2 Filme und wir freuen uns jetzt sehr, dass der Produzent des letzten Films da ist. Also der Film, der die Berlinale beenden darf, was irgendwie auch eine Ehre ist, finde ich, Eröffnungsfilm und Schlussfilm. Das ist also ein Film von einem sehr berühmten iranischen Regisseur, Mohammad Rasulov, hat den tollen Film gemacht, Manuscripts Don't Burn zum Beispiel, der in Cannes gelaufen ist. Jetzt also der Abschlussfilm der Berlinale, There Is No Evil. Bitte begrüßen Sie den deutschen Produzenten Mani Tilgner. Hallo, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Du hast schon öfter mit ihm gearbeitet, also auch bei dem schon genannten Film Manuscripts Don't Burn. Jetzt also There's No Evil als deutscher Produzent. Wie ist dann da der Anteil? Also als deutscher Produzent, du hast da sicherlich nicht im Iran mitgearbeitet, sondern hier. Wie war das? Also meine Arbeit hat sich jetzt bei dieser Produktion vor allen Dingen beschränkt erstmal auf die Postproduktion. Die hat in Hamburg stattgefunden. Das heißt, wir haben in Hamburg die finale Tonmischung gemacht. Wir haben die Farbkorrektur gemacht, die Bildbearbeitung. Aber auch natürlich andere Möglichkeiten probiert, Herrn Rasulov über die Entfernung zu unterstützen. Es gibt in Hamburg auch viele Personen, die Herrn Rasulov schon seit Jahren unterstützen. Und deswegen ist es tatsächlich möglich, auch auf anderen Wegen über die Entfernung ihm zu helfen. Aber konkret, was jetzt sozusagen den Film angeht, da ging es vor allen Dingen um die Postproduktion. Also damit hast du schon mal gesagt, also er ist nicht in Hamburg gewesen, er kann da nicht hinreisen. Das ist völlig ausgeschlossen. Wird er nach Berlin kommen für die Premiere? Leider nicht. Also bis zuletzt haben wir natürlich noch gehofft, dass er kommen kann. Es gab auch schon mal einen Fall vor einigen Jahren beim Film Goodbye, dass tatsächlich 2 Tage vor der Premiere in Cannes ihm dann doch seinen Pass, er hatte nämlich vorher auch schon Ausreisesperren, die dann aber wieder aufgehoben wurden. Und ihm wurde dann 2 Tage vor der Premiere dann der Pass zurückgegeben, möglicherweise um größeres Aufsehen zu vermeiden. Und deswegen gab es tatsächlich diese Möglichkeit. Ernsthaft gerechnet haben wir damit nicht. Und jetzt, denke ich, kann man das leider, leider sicher sagen, dass Herr Rasulov nicht bei der Premiere dabei sein wird. Der Film, der neue Film, also ist ja ein episodisch erzählter Film. Allerdings gibt es da schon auch gewisse Zusammenhänge. Kannst du schon was sagen, was für das Grundthema ist, das da beschrieben wird? Also das Grundthema ist die Frage eigentlich, inwieweit Menschen für ihr Handeln in so einer totalitären Gesellschaft verantwortlich gemacht werden können. Und das sind letztendlich, ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber 4 unterschiedliche Art und Weisen, wie Menschen in so einer Situation unter großem Druck sich beteiligen oder auch sich bereit erklären, Nein zu sagen. Ich denke, das ist die Gemeinsamkeit. Wir hatten den Film, wie schon besprochen, Namo, der im Forum läuft, ein ganz hervorragendes Werk aus dem Iran, das politisch ganz deutlich ist. Also es hat mich auch überrascht. Also wir haben auch mit dem Regisseur gesprochen. Da sieht man so einen Wagen, der da steht, so eine Art Stasi. Leute sind beunruhigt. Das ist eindeutig, was da erzählt wird. Uns wundert das oft. Wie ist es jetzt hier? Also wie offen kann man solche Themen, wie du sie gerade genannt hast, dann auch verhandeln im Film? Also den Beitrag kenne ich leider nicht, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Also legal, komplett offen kann man natürlich solche Geschichten nicht erzählen. Das geht definitiv nicht. Es gibt im Iran auch natürlich viel Kino, staatstragendes Kino, auch viel Geld, viel Publikum. Aber da werden natürlich ganz andere Geschichten erzählt. Und wenn man solche Geschichten erzählen will, dann muss man sich Wege und Mittel suchen, um an den Zensurbehörden vorbeizuarbeiten. Und auch in diesem Fall tatsächlich gab es dann verschiedene Mittel und Wege, die dazu geführt haben, was auch sozusagen dann letztendlich diese Form hervorgebracht hat. Ja, manchmal auch erstaunlich, wie die Filme zu uns kommen. Also auch manchmal Umwege. Jetzt ist es hier der Abschlussfilm. Bedeutet euch das auch was, an so einer Stelle eines solchen Festivals zu stehen, nach 18 Filmen dann? Ja, es gibt Personen, die sagen, am Anfang ist es besser, am Ende ist es besser. Also da will ich jetzt nicht abschließend beurteilen, was sozusagen ein guter Ort ist. Aber natürlich als letzter Film des Wettbewerbs hat man definitiv viel Aufmerksamkeit. Du hast selbst iranische Wurzeln, deine Mutter ist Iranerin, glaube ich. Das heißt, kannst du auch mit ihm in Farsi zum Beispiel kommunizieren? Ja, das ist ganz wichtig natürlich für die Zusammenarbeit. Und denke ich auch, mein zentraler Beitrag auch, dass ich letztendlich eigentlich alles machen muss, wofür sozusagen auch dann die deutsche Sprache notwendig ist.
Aber das ist auch die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben vor vielen Jahren. Und letztendlich aber heute arbeiten wir auch noch ganz anders zusammen. Da er nun selber nicht kommen kann, vielleicht kannst du ihn uns mal schildern, also auch seine Arbeitsweise. Ich glaube, er arbeitet auch hier nicht mit professionellen Schauspielern, was eine besondere Arbeitsweise vielleicht erfordert. Also das stimmt in diesem Film nicht ganz. Also das ist eine Mischung. Da sind auch bekannte und sehr professionelle Schauspieler und Schauspieler dabei. Aber das stimmt, dass es immer Personen gibt, Laienschauspieler und Schauspieler und auch bei den älteren Filmen. Und zum Beispiel, um auch einen anderen Film aufzugreifen, wo er nicht Regie geführt hat, aber wo er das Drehbuch geschrieben hat, den er auch mitproduziert hat, The Red Hatchback. Da zum Beispiel geht es auch um einen Mann aus ärmeren Verhältnissen, der sozusagen Putztätigkeiten ausübt, der auch mit Korruption und mit der Inflation zu kämpfen hat. Und da hat er ganz gezielt nach einer Person gesucht, die wirklich genau aus so einem Milieu kommt. Also ich denke, das ist auch immer ein Kriterium für die Auswahl der Schauspieler und Schauspieler, wie nah sind die jetzt auch an den Rollen dran. Aber manchmal entscheidet er sich auch dann dafür, professionelle Schauspieler und Schauspieler zu nehmen. Und wir haben tatsächlich 9 Personen, die auch zur Berlinale kommen. Die kommen, ja. Aus dem Cast heute angekommen. Und da sind auch tatsächlich einige da, die professionell schauspielen. Meinst du, dass der Film im Iran auch gezeigt werden kann? Vielleicht bekommt er sogar eine Auszeichnung, das hilft ja manchmal. Leider nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen. Ich weiß, dass Herr Rasulov für sich das sehr, sehr doll wünscht, natürlich, dass seine Filme dort gezeigt werden. Das ist auch der Grund, warum er trotz aller Warnungen auch sich dann immer wieder entschieden hat, zurück in den Iran zu reisen, weil er sich dort verortet fühlt. Das ist der Ort, wo er lebt, das ist der Ort, wo er kritisiert. Und insofern ist das so der zentrale Rahmen. Aber ja. Aber hier wird er gezeigt, und zwar morgen um 18.30 Uhr im Berlinale Palast. Das ist dann auch die Premiere, die große Premiere. Ich freue mich sehr zu hören, dass der Cast kommt, das wusste ich gar nicht. Also das ist natürlich auch schön, dass der rote Teppich dann glänzen wird mit den Schauspielern und Schauspielerinnen des Films There Is No Evil, Abschlussfilm dieser Berlinale aus dem Iran. Der deutsche Produzent war bei uns, Mani Tilgner. Morgen natürlich viel Erfolg und eine tolle Premiere euch. Danke dir sehr. Ja, vielen Dank auch. Radio 1, das Berlinale Radio, präsentiert von...